einem wenig actionreichen Rennen in der Nacht von Singapur holte Lando Norris zwar nicht den Grand Slam, aber doch sehr überlegen seinen nächsten Rennsieg. Willkommen zu unserer Sendung an diesem Sonntag. Knapp 270.000 Zuschauer insgesamt über dieses Wochenende betrachtet waren vor Ort, um diesen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg von Lando Norris nicht zu verpassen. Für Max Verstappen war es, muss man am Ende so sagen, ja, letztlich das Maximum, was möglich war, nämlich Platz 2, Schadenswiedergutmachung kann man letztlich so formulieren, denn am Freitag bei den Trainings, da sah es nicht danach aus, als könnte man überhaupt auf dem Podium stehen. Und so dann immerhin mit Platz 2 hat man Lando Norris ja nicht ganz so viele Punkte oder vielmehr Lando Norris Max Verstappen Punkte abnehmen können. Trotzdem sinkt langsam dieser Puffer in der Fahrerwertung und wir blicken eben natürlich auch auf dieses Rennen. Und dieses Rennen in Singapur wird aller Wahrscheinlichkeit nach das letzte für Danny Ricciardo gewesen sein. Wir blicken gleich mal auf den Honey Badger, der an diesem Wochenende recht wenig zu lachen hat. Darüber blicken wir nämlich auch gleich nach unseren Rennhighlights auch noch auf die einzelnen Themen und da dreht sich auch noch alles um Danny Ricciardo. Tja, in Runde 52 blicken wir mal gleich dorthin, da ging es für Ricciardo nochmal an die Box. Er hatte sich frische Softreifen geholt. Das war der letzte Auftrag, den das Team an ihn erteilt hat, um nämlich die schnellste Rennrunde zu fahren, der nämlich zu diesem Zeitpunkt bei Lando Norris lag. Also diesen einen extra Punkt. Und klar geht es jetzt in der heißen Phase bei der Fahrerwertung natürlich auch darum, jeden Punkt mitzunehmen, wie es nur möglich ist. Danny Ricciardo, naja, ursprünglich das was ja mal so, nennen wir es mal in Anführungsstrichen lustig, von Helmut Marko geäußert wurde, dass wenn er an diesem Wochenende auf dem Podium stehen würde, ja man sich dann das nochmal alles hier überlegen würde. Soweit kam es leider nicht. Am Ende ist es bedauerlicherweise gar der letzte Platz geblieben, der letzte, der überhaupt dieses Rennen beenden konnte, denn nach Platz 18, da gab es dann nichts mehr. Es gelang Danny Ricciardo, diese schnellste Runde zu fahren und damit auch Lando Norris diesen einen Extrapunkt wegzunehmen. Das hatte man dann auch Max Verstappen via Funk mitgeteilt und er hatte eben über Funk auch gesagt, thank you Danny. Und damit hat er den letzten Auftrag erfüllt und die Fans, die zahlreichen, die er natürlich nach all den Jahren immer noch hat, die wählten ihn am Ende des Tages auch noch zum Fahrer des Tages, auch wenn es leistungstechnisch leider nicht wirklich was Erfolgreiches oder ja, etwas Positives zu vermelden gab, nämlich nur Platz 18. 52 Punkte beträgt jetzt noch der Vorsprung Max Verstappens auf Lando Norris in der Fahrerwertung. Mit diesen Zahlen verabschiedet sich die Formel 1 nun in eine weitere vierwöchige Pause. Ja, es war ein recht unspektakuläres Rennen. Lando Norris, und das muss man an dieser Stelle natürlich auch mal noch erwähnen, hat es zum ersten Mal geschafft, seine Pole nicht direkt am Start zu verlieren, sondern er konnte sie zum ersten Mal auch über eine Runde hinweg verteidigen, musste sie also nicht irgendwie abgeben oder verlor sie eben. Das war natürlich irgendwo auch die Hoffnung von Max Verstappen, dass genau dieses Phänomen oder dieses Problem für Lando Norris nochmal auftreten könnte, aber es kam nicht so und so blieb es eigentlich recht unverändert, positiv vor allem auch für einen, für Oscar Piastri, der kein so ein wirklich erfolgreiches Qualifying am Samstag hatte, sich dann aber am Ende noch aufs Podium nämlich schieben konnte oder fahren konnte, und zwar nämlich Platz 3. Mit Sicherheit wäre mehr möglich gewesen, wenn ja, es nicht der fünfte Platz im Qualifying gewesen wäre, aber trotzdem mit beiden Autos wieder auf dem Podium. Und das bedeutet natürlich auch ein weiterer erheblicher Ausbau des Vorsprungs in der Teamwertung. Und so die ein oder anderen kleinen Momentchen, die gab es schon auch, wo man auch gerade am Kommandostand von McLaren so ja, gehofft hat, mach das bitte nicht nochmal, denn wir können mal in die 29. bzw. in die 31. Runde blicken. Da hatte nämlich Lando Norris die Wand ein wenig touchiert, meldete über Funk, dass womöglich sein Frontflügel dadurch beschädigt sein könnte, aber es gab
Entwarnung von Seiten des Teams beim dann erfolgenden Boxenstopp. Da musste der Frontflügel nicht gewechselt werden. Aber Lando Norris, der war nicht der Einzige, der die Wand ein bisschen geküsst hat, unabhängig oder abgesehen von George Russell, der immer wieder mal die ein oder anderen Fehlerchen mit reinbaut in sein Rennen. War es eben auch Kevin Magnussen, der die Wand ein wenig touchiert hatte und bei ihm war die Konsequenz ein bisschen, ja, kann man sagen, sichtbarer, nämlich er holte sich dadurch nämlich einen Plattfuß und dann ging es für ihn ab an die Box und in Runde 60 war das Rennen für ihn dann beendet. Das Rennen beendet war auch für Alex Albon, allerdings schon recht früh in diesem Rennen. In der 17. Runde war nämlich schon Schluss. Franco Colapinto, der hat wieder ein sehr starkes Rennen auf jeden Fall auch hingelegt, aber am Ende reichte es für die Punkte nicht, nämlich nur Platz 11, aber trotzdem ein überragendes Rennen und vor allem auch hat er wieder einmal gezeigt, dass er, man darf nicht vergessen, sein drittes Formel-1-Rennen überhaupt wirklich mit einem großen Selbstbewusstsein da stets reingeht und das sogar zur Folge hatte, dass er sich Alex Albon am Anfang nämlich über ihn per Funk beschwert hatte. Was vor allem auch ein bisschen Bände sprach, was natürlich auch natürlich zum Teil dem Stadtkurs geschuldet war, aber trotzdem auch überragend für Nico Hülkenberg, der nämlich nicht nur Neunter geworden ist und demzufolge zwei weitere wichtige Punkte fürs Team einfahren konnte. Nein, er konnte sich die ganze Zeit über hinter bzw. vor Sergio Perez halten und er kam einfach überhaupt nicht vorbei. Sergio Perez, der beschrieb nach dem Rennen überhaupt dieses Rennen als einen ziemlichen Albtraum, hatte große Probleme, was die Balance betrifft, kam einfach überhaupt nicht am Haas-Piloten vorbei und demzufolge bei Sergio Perez also nur Platz 10 und damit genau einen Zähler. Und man erahnt schon, auch im direkten Vergleich mit McLaren mit Platz 1 und Platz 3 und bei Red Bull mit Platz 2 und Platz 10, dass da nicht viele Punkte in der Konstrukteurswertung zusammengekommen sind, aber natürlich McLaren sehr viele Punkte einfahren konnte, um den Vorsprung noch weiter auszubauen. Blicken wir mal auf dieses letzte Rennen vor dieser Pause, also der nächste Sieg für Lando Norris, fast 21 Sekunden. Das kennen wir eigentlich oder kannten wir eigentlich nur von Max Verstappen, der nämlich da, ja, vor allem auch im letzten Jahr genau, mindestens 20 Sekunden, es waren nochmal 30, 40 Sekunden, also da war schon wirklich nichts zu melden für die Konkurrenz und auf einmal hat sich das Blatt wirklich gewandelt und nun also Norris einen total ungefährdeten Sieg rausgefahren, der hätte sogar auch nochmal an die Box kommen können und wäre trotzdem noch in Führung gewesen. Also knapp 21 Sekunden Vorsprung auf Max Verstappen, der eben Platz 2 holte, der selber auch sagte, es ist angesichts dieser Strecke dann doch auf jeden Fall ein guter zweiter Platz, aber er will nicht dauerhaft auf dem zweiten Platz oder mit dem zweiten Platz ins Ziel kommen. Wir gucken mal, was er nach dem Rennen bei den Interviews gesagt hat und das war folgendes. Ich bin fast immer alleine gefahren. Ich habe mein Bestes gegeben und habe versucht, meine eigene Pace zu fahren. Im zweiten Stint habe ich mich besser gefühlt. P2 ist an diesem Wochenende ein gutes Ergebnis. Wir müssen uns weiter verbessern. Wir müssen weiter hart arbeiten. Ich will nicht immer nur Zweiter werden. Mal sehen, wie das läuft. Ja, blicken wir natürlich auch noch auf die beiden McLaren-Piloten, natürlich beginnend mit dem Sieger, mit Lando Norris. Und der sagte nach dem Rennen, es war ein tolles Rennen. Ein paar Mal war es bei mir zu eng, eigentlich zu oft, aber ich hatte alles unter Kontrolle. Ich konnte immer pushen. Es war aber hart und ich bin schon außer Atem. Ich habe das Pushen nicht übertrieben. Manchmal ist man vielleicht etwas zu entspannt, deshalb wurde es mit den Mauern an der einen oder anderen Stelle mal eng. Im Moment schwirrt mir schon ein bisschen der Kopf wegen der harten Bedingungen. Ja, und da gab es noch eine kuriose Szene, nämlich die Interviews führte ja David Coulthard und klar, es war allen Fahrern anzusehen, dass das natürlich ein sehr anstrengendes Rennen war. Es war ziemlich heiß und da kam irgendwie mal David Coulthard auf die Idee, warum auch immer, mal einen Eimer Wasser hervorzuholen und goss ihn regelrecht ohne Vorwarnung über Lando Norris drüber. Wir können uns diese Bilder mal anschauen. Da war auch Lando Norris dann
so ein kleines Stückchen überrascht. Damit hatte er in diesem Moment wohl weniger gerechnet. Und ja, so ein bisschen fraglich, ob der das jetzt in dem Moment so toll fand, einfach mal einen Eimer Wasser über den Kopf geschüttet zu bekommen. Angesichts der Temperaturen sicherlich schön, aber ob er das jetzt so geil fand, naja, das sei mal dahingestellt. Blicken wir natürlich auch noch auf Oscar Piastris Aussage nach diesem Rennen. Und da hieß es von ihm: Es war sehr warm, es war ein gutes Rennen. Gestern hatte ich nicht meinen besten Nachmittag. Jetzt aufs Podium zu kommen, ist ein Erfolg. Wir hatten ein schnelles Auto und eine gute Strategie, um die Mercedes zu überholen. Kompliment an das Team. Dieses Mal bin ich den Mauern ferngeblieben. Ich wollte keine großen Risiken eingehen. Ja, das gelang ihm und am Ende kam dann eben Platz 1 und Platz 3 raus. Leclerc, der hatte auch... war auch gut unterwegs im Rennen und wollte am Ende sogar auch noch George Russell überholen, aber das gelang ihm dann nicht. Hatte über Funk auch gemeldet, der Mercedes, der hat schon eine gute Traktion auch, und deswegen kam er dann am Ende nicht mehr an George Russell vorbei, der auf Rang 4 kam, dafür aber eben zuvor, nämlich an Lewis Hamilton. Da können wir nämlich mal auch in die Runde 50-51 gehen. Da holte sich nämlich der Monegasse dann den Briten und so an ihm vorbei. Platz 5 für Leclerc also, Platz 6 für Lewis Hamilton. Carlos Sainz, na, das war kein so wirklich gutes Wochenende. Das Wochenende vor einer Woche war ja auch nicht gerade sein Bestes. Da gab es ja diesen Crash zwischen ihm und Sergio Perez. Alonso, angesichts, kann man sagen, auch der Schwäche des Autos, ein relativ solider 8. Platz. Und dann eben, wie vorhin schon angesprochen, Nico Hülkenberg auf Rang 9 und dann Sergio Perez auf 10. Colapinto eben auf der 12. Dann haben wir mit Tsunoda auf Rang 12, Ocon auf 13, Lance Stroll dann auf der 14, Guanyu auf der 15, Bottas auf der 16, Gasly 17. Ricciardo in seinem wohl letzten Rennen auf Rang 18 und Magnussen, der wurde zwar noch als 19. gewertet, aber stellte kurz vor Rennende sein Auto dann in der Boxengasse ab. Blicken wir mal nach diesem 18. Rennwochenende mal auf die aktualisierte Tafel in der Fahrerwertung. Und natürlich führt Max Verstappen die Fahrerwertung weiter an, aber der Vorsprung ist geschmolzen. Führt jetzt also mit 331 zu 279, und damit konnte eben Lando Norris den Puffer oder den Rückstand nämlich um 7 Punkte verkürzen, liegt jetzt noch bei 52 Punkten. Im Falle von Leclerc, der kommt auf 245 Punkten. Bei ihm liegt der Rückstand bei 86 Punkte und mit 8 Punkten dahinter Oscar Piastri. Dem fehlen allerdings schon 94 Punkte. Und dann sehen wir hier auf Rang 5 Carlos Sainz mit 190 Zählern. Hamilton kommt auf 174, liegt auf Rang 6. George Russell auf Rang 7 ist jetzt an Sergio Perez deutlich vorbeigezogen. Letzte Woche hatten ja beide den gleichen Punktestand in der Fahrerwertung, aber aufgrund der besseren Ergebnisse von Russell war er ohnehin schon auf 7 und Perez auf 8. Jetzt beträgt die Differenz der beiden schon 11 Punkte, also eben Russell 155, Sergio Perez eben mit 144 Punkte. Alonso, der konnte eben mit Platz 8 noch ein paar Pünktchen holen, liegt also jetzt bei 62 Punkten. Und neuer 10. ist Nico Hülkenberg, eben durch die beiden Punkte, die er da heute hat einfahren können. Blicken wir mal in die doch etwas spannendere, zumindest zurzeit spannendere Wertung, nämlich in die Teamwertung. Da führt oder konnte vielmehr McLaren seinen Vorsprung ausbauen, liegen jetzt bei 516 Punkten. Red Bull kommt auf 475 Punkte, das heißt, der Vorsprung von McLaren liegt jetzt schon bei 41 Zählern. Ferrari kommt nach dem Rennen in Singapur nun auf 441 Punkte. Ihnen wiederum fehlen 75 Zähler auf McLaren, aber nur noch 34 Punkte auf Red Bull. Also auch da lauert die Gefahr im Hintergrund, und da muss natürlich Red Bull aufpassen, dass man da nicht schon ganz bald auf Rang 3 abrutscht. Dann mit großer Differenz dahinter, nämlich Mercedes mit 329 Zählern, wiederum sehr weit
dahinter, nämlich auf Rang 5 Aston Martin, die kommen auf 86 Punkte. Dann die Racing Bulls bleiben punktlos heute, bleiben bei 34 Punkten und schon im Getriebe, wie man so schön sagen würde, lauert nämlich das Haas-Team, denn da liegt man jetzt bei 31 Zählern und die Differenz eben, also der Rückstand von Haas auf die Racing Bulls liegt jetzt nur noch bei 3 Punkten. Also auch da könnte man in diesem Jahr, wenn das weiter so weitergeht, tatsächlich noch auf Rang 6 kommen. Williams mit Platz 8 punktlos, eben Colapinto nur als 11. Das heißt, ohne einen Punkt, man bleibt bei 16 Punkten. Alpine bleibt bei 13 Punkten auf Rang 9. Und man muss es leider auch wieder mal anmerken, Sauber auch nach dem 18. Rennen immer noch ohne einen WM-Punkt. Also das könnte eine ziemlich bittere Saison werden für Sauber Audi und das ist ja das, was uns auch jetzt noch in den nächsten Tagen und Wochen erwarten wird, nämlich da stehen die Entscheidungen bevor. Jetzt machen wir weiter nach einer ganz kurzen Pause, nach genau einem Spot und dann blicken wir auch ein bisschen im Detail, nämlich auf Daniel Ricciardo und dass das sein letztes Rennen war in der Formel 1 überhaupt. Zac Brown, da werden wir morgen mal noch drauf blicken, hat sich auch zu Daniel Ricciardo geäußert, nur so viel ist schon mal vorweggenommen. Er würde es, also er fände es sehr bedauerlich, wenn das sein letztes Rennen gewesen sei und würde sich zumindest mal wünschen, dass er die Saison noch zu Ende fahren kann. Dass das wohl eher nicht der Fall sein wird, darüber sprach auch Christian Horner nämlich in einem Interview zwischen dem dritten freien Training am Samstag und eben dem Qualifying und auf die Einzelheiten. Warum eben das letzte Rennwochenende von Daniel Ricciardo war, blicken wir jetzt nach genau einem Spot. Na, schlechte Nachrichten? Ach Quatsch, ich bin nur geblitzt worden. Aber das macht mir keine Sorgen mehr, denn ich bin jetzt bei Bußgeldkontrolle.de. Jede Minute verliert in Deutschland jemand seinen Führerschein. Dabei sind mindestens die Hälfte aller Bußgeldbescheide fehlerhaft und erfolgreich anfechtbar. Lassen Sie deshalb besser Ihre Bußgeldbescheide vorher prüfen auf bußgeld-kontrolle.de. Keiner hätte am Donnerstag gedacht, nach der Fahrer-PK, dass das Rennwochenende in Singapur mal eine derartige Wendung nehmen könnte. Nochmal ein kleiner Rückblick. Am Donnerstag, wie es immer am Mediendonnerstag der Fall ist, natürlich die obligatorische Pressekonferenz mit ausgewählten Formel-1-Fahrern. Und darunter war natürlich auch Max Verstappen. Der war verständlicherweise nicht so dolle gut gelaunt, denn in letzter Zeit bekanntermaßen, ja, da lief es nicht so wirklich rund. Und da verwendete er das F-Wort. Und gerade mit diesem F-Wort brachte er die Rennkommissare regelrecht auf sich. Und obwohl dieses F-Wort keiner Person galt, sondern einzig seinem Auto, wurde der Niederländer nur einen Tag später dann von den Rennkommissaren zu Sozialstunden verurteilt. Nun also nach dem Qualifying am gestrigen Samstag die nächste PK und da wollte Max Verstappen es der Welt wirklich mal zeigen, was er eigentlich von der Bestrafung hält, nämlich nicht viel. Und so wurde die obligatorische Pressekonferenz ja regelrecht zur Farce, denn Max Verstappen, der boykottierte ja im wahrsten Sinne des Wortes die PK und zeigte das auf sehr, nennen wir es mal, eindrucksvoller Art und Weise. Die Fragen der anwesenden Journalisten, die wollte er eigentlich nicht wirklich beantworten, zeigte sich daher ja ziemlich bockig auch. In Richtung des Moderators Tom Clarkson sagte er nämlich, sorry, mehr sage ich nicht, sonst werde ich wieder bestraft. Das hat nichts mit dir zu tun, es ist nichts Persönliches. Ja, natürlich gingen diese Bilder ja förmlich um die Welt und auch selbst sein Erzfeind Lewis Hamilton sprang ihm dabei zur Seite und ließ Folgendes ausrichten. Es ist ein bisschen ein Witz, um ehrlich zu sein. Das ist die Königsklasse des Motorsports, da passieren Fehler. Er selbst, also Lewis Hamilton, würde die Strafe, also die Sozialstunden, nicht absitzen, Zitat, und ich hoffe, Max auch nicht. Poleman, Lando Norris, der konnte sich regelrecht an Augenzwinkern nicht verkneifen, machte sich auch noch einen kleinen Scherz daraus, dass Max Verstappen die Strafe verdient habe, aber war natürlich nicht ernst gemeint. Auf die Frage eines Journalisten, ob Max Verstappen befürchte, aufgrund seines Verhaltens in der PK wieder eine Strafe zu kassieren, hieß es von ihm lediglich kein Kommentar.
Und auch wenn man mal den Fokus, oder vielmehr die anwesenden Journalisten, wollten den Fokus auf das sportliche Geschehen richten, eben nach dem Qualifying. Und da wollte man von Max Verstappen wissen, was man denn in der Nacht oder über Nacht vielmehr geändert habe. Und von ihm gab es nur diese Aussage: viel. Ja, und auf die Bitte des Moderators Tom Clarkson, sich doch ein bisschen ausführlicher zu äußern, sagte er vielmehr: nein, sonst kriege ich wieder eine Strafe. Keine leichte Situation für einen Moderator, der natürlich auch darauf angewiesen ist, bei einem Interview, bei einem Gespräch natürlich auch entsprechende Antworten zu kriegen, um darauf dann gegebenenfalls nochmal eingehen zu können. So, also biss sich Tom Clarkson regelrecht die Zähne aus und es wurde auch im weiteren Verlaufe dieser PK nicht arg viel besser. Auf die Frage, ob er optimistisch sei im Hinblick auf die Rennpace, sagte er: vielleicht. Und wie groß denn der Schritt ins Ungewisse sei, verglichen eben noch mit dem Freitag, wo es trainingsmäßig nicht so ganz so dolle lief, im Vergleich eben zum Qualifying, war die Aussage von ihm lapidar nicht bekannt. Und auch zur Taktik wollte man natürlich wissen, wie man in dieses Rennen in Singapur gehen möchte. Auch da gab er keinen Einblick, sondern sagte lediglich: findet ihr morgen raus. Ja, dann will natürlich auch ein Journalist wissen, wie lange denn jetzt Max Verstappen gedenke, eben derartige Antworten zu geben oder vielmehr überhaupt gar keine Antworten zu geben, weil für viele Journalisten waren die lapidaren Aussagen natürlich auch keine brauchbaren Antworten. Und dann gab es so eine sarkastische Antwort von ihm, zwar: ich antworte doch, nur eher kurz. Ich habe ein Problem mit meiner Stimme. Natürlich war das eine glatte Lüge, aber er wollte ja seine Antwort so ein bisschen auch als Sarkasmus verkaufen. Ja, dann wollte ein anderer Journalist ihm auch eine Frage stellen, aber dann, ja, kann man sagen, auch griff Max Verstappen ein und wollte dem ganzen Treiben hier mal ein Ende setzen, respektive eben auch keine Antworten mehr, zumindest mal in den Räumlichkeiten der Pressekonferenz geben, und sagte: ich würde es bevorzugen, wenn ihr diese Fragen außerhalb dieses Raumes stellt. Ja, die Journalisten waren natürlich alle samt nicht wirklich so gut gelaunt und wollten dann eher so in einem bissigen Kommentar wissen, ob er denn dann draußen bereit sei, auch eben gescheite Antworten zu geben. Und die einzige Reaktion war von Max Verstappen: einmal einen Daumen in die Höhe. Tja, Lando Norris und Lewis Hamilton, die hatten natürlich Spaß, weil es natürlich auch ein Verhalten ist, was man so nicht alle Tage sieht. Aber dann abseits der Räumlichkeiten in der PK, nämlich im Fahrerlager, da gab es dann endlich ausführliche Antworten des Niederländers, und da ließ er auch nochmal tief blicken, was er eigentlich von dieser ganzen Bestrafung, die ihm da jetzt widerfahren ist, wirklich hält, und sagte: natürlich finde ich es lächerlich, was passiert, aber warum sollte ich denn ganze Antworten geben? Weil vielleicht kriege ich dann, es ist offenbar sehr leicht, eine Strafe zu kassieren. Also bevorzuge ich es, nicht viel zu sagen. Ich schone meine Stimme und ich meine, die Interviews können wir auch woanders machen. Was er so eigentlich von der FIA hält oder vielmehr auch von der Art und Weise, wie die FIA nun mit ihm umgegangen sei, sagte er: sie wollen einen Präzedenzfall setzen und Leute haben Verwarnungen oder eine kleine Strafe gekriegt. Jetzt bei mir wollten sie ein noch größeres Beispiel setzen, denke ich, was für mich natürlich ein bisschen seltsam ist, denn ich habe nie irgendwen bestimmten direkt beleidigt. Ich habe etwas über mein Auto gesagt. Es liegt nicht an den Kommissaren, denn ich hatte eigentlich eine wirklich gute Unterhaltung mit ihnen. Aber sie müssen sich halt auch an die Regeln halten. Sie hatten ziemliches Verständnis, also für sie ist es auch schwierig. Offensichtlich, so Max Verstappen weiter, könne man eben auch im 21. Jahrhundert noch nicht immer überall seine Emotionen ausdrücken. Und führte weiter aus: ehrlich, was ich gesagt habe, war nicht schlimm. Natürlich, wenn du damit auf jemanden abzielst, dann denke ich, ist das schlimm. Natürlich können die Emotionen hochgehen, aber das wäre trotzdem nicht okay. Das verstehe ich. Aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, dass das, was mir auferlegt wurde, recht lächerlich war. Immerhin ein Gutes hat das Ganze noch für Max Verstappen: für seinen Auftritt gestern in der Pressekonferenz muss er keine Strafen befürchten, denn die Fahrer sind nämlich nur verpflichtet, zur PK zu erscheinen, also anwesend zu sein. Auf welche Art und Weise, wie sie antworten, das ist dann wiederum den Fahrern überlassen.
Der große Preis von Singapur, er liegt nun hinter uns. Die Formel 1 sitzt für 4 Wochen in der Pause und doch dürften das auch wieder sehr ganz interessante Tage werden, denn es soll das letzte Rennen von Daniel Ricciardo in seiner Formel 1-Karriere gewesen sein. Offiziell hat das Red Bull zwar noch nicht so kommuniziert, doch die Zeichen, die es dafür schon seit Tagen und Wochen gibt, sprechen klar dafür. Selbst Christian Horner, einst eigentlich Fürsprecher für oder beziehungsweise von Daniel Ricciardo gewesen, hatte nämlich am gestrigen Samstag einen relativ eindeutigen Hinweis darauf gegeben, dass der Australier eben nun sein Cockpit räumen muss. Zwischen dem dritten freien Training und dem Qualifying stand er bei Sky Sports F1 nämlich zum Gespräch und gab da ein sehr vielsagendes Interview. Dort hatte er nämlich auf die Frage, ob Liam Lawson jetzt nun für Daniel Ricciardo kommt, wiederum kein Dementi abgegeben, wie man es eigentlich sonst so von ihm kennt. Stattdessen blieb er gerade bei diesem Thema ziemlich vage und ließ vor allem eben auch die Tür für einen nun kommenden Fahrerwechsel ausdrücklich offen und er wies zugleich darauf hin, dass nämlich die Fahrerbesetzung unter laufender Beobachtung stünde. Im Detail heißt es von ihm, da steckt viel mehr dahinter. Es geht nicht nur um Daniel. Wir ziehen alle Optionen in Betracht. Jetzt kommt eine natürliche Pause mit einem Monat bis zum nächsten Rennen. Da ist es nur logisch, dass man sich mal hinsetzt und sich überlegt, was die Optionen für den letzten Saisonabschnitt sein könnten. Danny war unsere Bank für den Fall, dass Sergio es nicht auf die Reihe bekommt. Danny hatte eine okay Saison, aber keine herausragende. Die Frage ist jetzt, wie gut ist Liam? Manchmal müssen schwierige Entscheidungen getroffen werden, um diese Antworten zu bekommen. Wir werden uns in der Pause hinsetzen und all diese Möglichkeiten durchspielen. Schon vielsagende Worte und es soll, wie schon ja, unmittelbar nach oder vielmehr vor der Sommerpause, nun auch dieses Mal wieder ein Meeting geben. Zwar in der kommenden Woche sei ein Meeting wieder in Milton Keynes angesetzt und bei diesem Meeting soll auch, und das lässt auch tief blicken, nämlich CEO Peter Bayer und auch Teamchef Laurent Mekies nämlich anwesend sein. Laut Peter Bayer laufen die Gespräche darüber, wie man eben nach Singapur verfahren möchte. Dass Danny in diesem Jahr nicht die allerbesten Ergebnisse zeigt, wie man auch am Samstag gesehen hat, das weiß eben auch er. Und umso mehr weh tut es am Ende eben auch für den Australier, wenn er, also Ricciardo, schon in Q1 im Qualifying vorzeitig aufhören musste. Und eben auf die Frage, ob ihm genau das weh tue, sagte er nämlich, ja sicher, es wäre schön gewesen, ein Statement zu setzen. Es nervt, ich weiß nicht, mit der ganzen Scheiße, die gerade abgeht, wäre es heute schon gut gewesen. Helmut Marko hatte sich ja zu Beginn dieses Rennwochenendes mit einem, nennen wir es mal, grinsenden Gesicht dahingehend geäußert, auf die Frage, was denn wäre, wenn Daniel Ricciardo an diesem Wochenende aufs Podium käme, ob dann nochmal alles überdacht werden würde. Und das war dann auch letztlich seine Antwort. Das heißt, die Messlatte wurde ziemlich hoch gesetzt. Und auch Daniel Ricciardo hat diese Aussagen wohl verfolgt und man konnte seiner Aussage schon recht deutlich entnehmen, was er wiederum von der Art und Weise Helmut Markus hält. Und er sagt, dass es kann nicht von einem Rennen zum nächsten, das ist nicht okay, mehr will ich dazu nicht sagen. Er würde gerne mehr sagen, wie man auch gerade gemerkt hat, da stockten auch eben bei ihm die Worte. Für Sky-Experte Timo Glock, der es wiederum, Zitat, schade findet, dass man da nicht einfach eine klare Kommunikation hat und sowas schon vor dem Rennwochenende klärt. Auch in meinen Augen, was den Respekt gegenüber Danny angeht, der ja wirklich lange Jahre in der Formel 1 und bei Red Bull dabei ist, sagte er in einem Interview bei einem YouTube-Kanal. Umso bedauerlicher wäre es natürlich am Ende, wenn Daniel Ricciardo gar keinen Abschied zelebrieren könnte. So muss auch er selber davon ausgehen, dass Singapur seine letzte Station in seiner langen Formel 1-Karriere ist. Ja, und gerade was so diese personellen Fragen betreffen, da reden wir nicht nur über Daniel Ricciardo oder um Sergio Perez, da ja auch das eine oder andere Fragezeichen immer wieder mal dahinter steht. Nein, es passt jetzt gerade wunderbar ins Bild, dass Red Bull Teamchef Christian Horner nun ganz öffentlich um einen ganz anderen Fahrer buhlt. Denn nun wirbt der Brite ganz öffentlich um die Dienste von George Russell.
Das sprach er nämlich, oder so äußerte er sich vielmehr nämlich bei Sky Sports F1 und sagte: Wir wollen uns Zeit lassen, um zu überlegen, wie die Optionen für die Zukunft aussehen. Wir haben keine Scheu dafür, auch außerhalb des eigenen Fahrerpools zu suchen. George Russell hat nach der nächsten Saison keinen Vertrag mehr. Es wäre töricht, ihn nicht in Betracht zu ziehen. Ironischerweise war es ausgerechnet immer stets Christian Horner, der sich immer wieder lautstark darüber beschwerte, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff permanent um Max Verstappen warb und ihm da regelrecht eine Ansage machte. Wie Red Bull eigentlich mit seinen eigenen Nachwuchstalenten in naher Zukunft verfahren will, darüber gab Horner wiederum keine Auskünfte. Es lässt jedoch auch immer so ein Stück weit tief blicken, wenn man um einen Fahrer öffentlich wirbt, der nicht aus den eigenen Reihen kommt. Also, ich bin mir sicher, auch in dieser 4-wöchigen Herbstpause, so kann man sie eigentlich formulieren, wird es auch allerhand geben. Sauber will bis Ende dieses Monats auch bekannt geben, wer das zweite Cockpit an der Seite von Nico Hülkenberg bekommt. In dieser Woche sei dann auch, oder in der neuen Woche, auch zu erwarten, dass Liam Lawson nach der Sommerpause für Daniel Ricciardo an den Start gehen wird. Also, es wird in diesen 4 Wochen definitiv nicht langweilig werden. Und wir werden darüber natürlich auch in den nächsten Tagen und Wochen sehr ausgiebig darüber berichten und am Dienstag dann auch um 19 Uhr mit Günther Steiner in der neuen Klartext-Ausgabe auch natürlich über all diese Themen sprechen. Das war's für heute. Eure Meinung zu unseren Themen gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns natürlich morgen am Montag an dieser Stelle wieder und dann blicken wir natürlich auch nochmal vereinzelt auf dieses Rennwochenende. Bis morgen, schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Tschüss.